Christian Lüth, Ex-Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ist fristlos entlassen worden. In einem vermeintlich vertraulichen Gespräch mit einer rechten YouTuberin soll er gesagt haben, es sollten mehr Migranten nach Deutschland kommen, denn je schlechter es Deutschland gehe, umso besser für die AfD. Die Migranten könne man später erschießen oder vergasen. Lüth galt als Vertrauter von AfD-Fraktionschef Gauland. Die Äußerungen gelangten durch eine Dokumentation des TV-Senders ProSieben an die Öffentlichkeit. Der Journalist Thilo Mischke hat für die Dokumentation 18 Monate in der rechten Szene recherchiert. Wie üblich sind solche Äußerungen unter Spitzenpolitikern der AfD? Dazu kann ich keine Aussage treffen, weil ich mit diesen Spitzenpolitikern nicht getroffen habe, mich nicht unterhalten habe und nicht getroffen habe. Was aber bezeichnend ist, dass er ja auch in diesem Gespräch sagt, wie mit Gauland besprochen. Das bedeutet, dass die Spitze der AfD solche zynischen und solche menschenverachtenden und demokratiegefährdenden Gespräche führt. Und das ist ein Indiz dafür, dass in dieser Parteispitze so gesprochen wird. Was sendet die AfD für ein Zeichen, indem sie Christian Lüth entlässt? Aus journalistischer Perspektive bin ich sehr überrascht, dass es ein sehr passives Zeichen ist, dass die AfD ja üblicherweise bei solchen Anschuldigungen ja sehr aggressiv mit Rechtsanwälten reagiert. Aber zu sagen, nein, wir trennen uns mit einem Eilantrag von Christian Lüth, zeigt, dass es wie so ein Schuldeingeständnis. Also sie widersprechen nicht mal, sie stellen sich nicht hinter ihnen oder können sagen, ich bin auf der Maus ausgerutscht, sondern sie entfernen ihn sofort aus dem politischen Apparat in Berlin. Und das ist ein sehr überraschendes Zeichen, finde ich. Wie klar ist die Grenze gerade zwischen rechtspopulistischer Politik und rechtsextremistischer Szene in Deutschland? Erschreckenderweise dachte ich am Beginn meiner Recherchen, dass diese Grenze strenger geführt wird und sichtbar für alle Beteiligten ist. Aber es gibt, um ehrlich zu sein, gar keine wirkliche Grenze. Also es gibt in unserem Film eine Protagonistin, die als rechte YouTuberin, um ein Beispiel zu nennen, als rechte YouTuberin arbeitet, die sich mit Martin Sellner, also dem IB, dem größten identitären Bewegung in Europa, trifft und dann ein Interview macht, die sich mit Rechtsextremen auf YouTube unterhält und Interviews mit ihm hat und dann aber in den Bundestag von der AfD eingeladen wird. Und das weiß die AfD, dass diese Person solche Verknüpfungen hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Oder wenn man mit rechtsextremen Politikern spricht, von der Rechte aus Dortmund, die ganz offen, unverhohlen sagen, ja, die AfD ist ganz wichtig für uns, weil sie sind unsere Durchlauferhitzer. Die radikalisieren schön die Wähler und dann kommen sie zu uns. Also da ist eine nicht vorhandene Grenze. Man muss auch sich die Pegida-Demos in Dresden angucken. 5-Jahres-Demo, da war ich mit dabei. AfD, Martin Sellner auf der Bühne, rechte Rapper, Islamkritiker übelster Natur. Alle nebeneinander auf der Bühne und alle gleichberechtigt. Also da ist keine sichtbare Grenze. Ist die Vermischung verschiedener rechter Gruppen gerade die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Das halte ich für die größte Gefahr. Also wenn wir in die Geschichte zurückgucken, besonders in Deutschland, was rechtsextreme Gruppierungen betrifft, waren die sehr zersplittert und haben auch nicht miteinander geredet. Die waren sich nicht grün. Jetzt passiert aber etwas sehr Unheimliches. Sie verbünden sich, überwinden ihre gemeinsamen Differenzen. Die eine Gruppierung ist stark antisemitisch, die andere ist vielleicht nicht antisemitisch, aber sie ist gegen Migranten. Sie verbünden sich und gewinnen damit natürlich an politischer Macht und auch an Einfluss. Und sie bekommen eben durch die AfD im Parlament ein Sprachrohr. Und eben auch das Verschieben dieser Sprache, des Sagbaren, was wir in dieser Dokumentation eben auch sehen, das findet statt. Und das macht die Leute mutiger, Dinge zu sagen, die einfach amoralisch sind und auch als politisches Motiv zu nutzen. Machen Sie sich Sorgen im Hinblick auf die Bundestagswahl 2021? Ja, ich mache mir aber tatsächlich die ganze Zeit Sorgen, wenn wir uns auch die Landtagswahlen angucken. Ich bin der festen Überzeugung als Journalist, der auch eine politische Haltung hat, es darf in Deutschland eine konservative, auch eine rechtskonservative Partei geben. Dagegen kann ich nichts sagen. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das so debattieren. Was es aber nicht geben darf, sind eben Parteien, die rechtsextremes Gedankengut in den Bundestag, in unsere Demokratie transportieren. Und das besorgt mich, dass es so weit ist, dass wir diese Partei haben.